Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf euch recht herzlich willkommen zurückheißen bei einer weiteren Episode von Spore. Ich habe es ja am Ende der letzten Folge schon angekündigt, dass ich jetzt nur 3 Minuten irgendwie das Spiel kurz offscreen habe laufen lassen, ohne die Aufnahme, um so ein bisschen meine Armee aufzustocken. Hat auch bisher ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 schöne Flugzeuge in der Luft und ich habe auch nochmal ein anderes Flugzeug ausgewählt. Ich zeige euch das hier mal ganz schnell. Jetzt bin ich auf die Landeinheit gegangen. Das war absolut nicht das, was ich tun wollte. Was für ein schrecklich unprofessioneller Anfang. Wir hatten ja diese Fliege und ich habe jetzt das hier genommen und habe daran auch mal nichts verändert, weil mir auch aufgefallen ist, hätte man sich auch eigentlich denken können, dass wenn ich da jetzt einfach mal so eine krasse Waffe mehr drauf packe, das sieht man hier oben rechts, ja, wenn ich das wegnehme und da wieder drauf packe, dann wird die Geschwindigkeit auch langsamer. Und mir ist so beim Analysieren, ich habe hier so einen riesigen, habe natürlich noch analysiert, stundenlang, was irgendwie schiefgelaufen ist, das letzte Mal. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Dinger zwar ganz stark waren, aber ein bisschen zu langsam. Und die hier sind jetzt schneller und stark. Also haben so einen richtig guten Mittelwert. Abseits davon läuft es mit der Wirtschaft verdammt geil. Und ich werde jetzt noch auf ein einziges weiteres Flugzeug warten. Man kann es ja vielleicht mal hier kommen. Oh, guck mal, sie kommen an. Das ist geil. Guck mal hier, guck mal, wie die zersiebt werden. Guck dir das mal an, die kommen ja angeflogen. Die kriegen gar nichts auf die Kette. Die kriegen gar nichts auf die Reihe. Der kam mir gerade mit seiner ganzen Armee angeflogen. Null. Die Flugzeuge sind so mega krass, dass ich da auch gar nichts dran verändern will. Ich raste richtig aus. So. Und jetzt kriegt er die ganze Scheiße so heftig zurück. Ich greife jetzt direkt mal die Stadt hier an. Ich gehe jetzt direkt auf... Ich hole mir erstmal nicht wieder meine eigenen zurück. Ich gehe jetzt erstmal direkt hier drauf. Ja? Und guck mal, wie das so aussehen wird. Ob das schön wird, ob das toll wird... Ich guck einfach mal. Ich guck einfach mal, wie das so aussieht, wenn ich da jetzt direkt einfach drauf feuer. Ich denke, wir werden nicht gleich mit dem ersten Angriff gewinnen. Ich kann meine Heilaura gerade leider auch nicht einsetzen, aber gleich setze ich sie ein, wenn ich noch... Bitte lass mich noch genügend Punkte kriegen, dann kann ich all meine... So, warte, ich glaube, ich habe all meine Leute schnell heilen. Klappt das? Ich glaube, jetzt habe ich all meine Leute, naja, die sind halt nicht alle leider da lang geflogen. Das ist so ein bisschen das Problem, weil die Flugzeuge, die fliegen ziemlich viel im Kreis, aber ich habe es zumindest probiert. Ich setze ihn jetzt zumindest mal ein bisschen unter Druck hier. Das, wenn ich das richtig sehe, vielleicht auch seine Hauptstadt, deswegen könnte es ein bisschen schwierig werden, die einzunehmen. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Irgendein Flugzeug von mir habe ich doch noch hier. Ist das zu Hause geblieben? Ja, eins ist zu Hause geblieben. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, einfach die ganze Zeit weiter anzugreifen, weil er hat da halt schon wieder Kram stehen. Oh, das ist halt auch nicht so geil. Es ist nicht so einfach, ich bräuchte noch Wassereinheiten irgendwie dazu. Oder keine Ahnung, sollte vielleicht doch dann irgendwie zuerst mal meine eigenen Städte wieder erobern. Ich probiere es jetzt mal mit meiner kompletten Streitmacht, die ich aktuell hier so... Aber da oben ist ja immer noch das Vieh, ja, da steht immer noch das Vieh drin rum. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Jetzt werde ich auch hier erstmal wieder angegriffen. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu viel... Ja, das richtet nicht so viel aus. Das läuft doch ganz gut. Er hat halt aus irgendeinem Grund mega viele Ressourcen und auch mega viele Einheiten. Und das macht es so ein bisschen anstrengend, sage ich jetzt mal. Ich greife jetzt einfach nochmal Peng an. Ich probiere es jetzt einfach nochmal irgendwie. Das Ding ist, sind die denn eigentlich alle bei ihm... Ach guck mal, die sind alle bei ihm ziemlich unzufrieden. Das heißt, man könnte seine Sachen viel eher erobern, wenn man religiöse Städte hätte. Ich habe jetzt gerade aktuell keine religiöse Stadt, aber wenn ich eine einnehmen würde, dann könnte ich da vielleicht was draus machen. Jetzt denkt er auch, ja gut, den Angriff habe ich abgewehrt. Wie wunderschön, wie glücklich, aber nö, da kommen gleich schon wieder neue Jungs von unten. Da kommen schon wieder neue Jungs, ey. Und nicht nur neue Jungs. Es kommen auch noch gleich meine anderen Jungs nach. Jetzt greift er hier aber gerade mit vollem Gedöns an. Denn der Balken hat begonnen, sich zu bewegen. Er hat begonnen, sich zu bewegen. Ist das nicht großartig? Wobei, jetzt hier wieder so ein bisschen... Das ist das letzte Geschütz. Wenn das down ist, dann sieht es schon mal wieder ein bisschen besser aus. Beziehungsweise hier feuert jetzt auch noch ein so ein Ding aus dem Wasser raus. Aber alles nicht so ein großes Drama. Das haben wir gleich. Tja, da schlägt wohl wer zurück. Und da mache ich jetzt eine religiöse Stadt draus. Und dann gucke ich mal, ob sich das irgendwie nutzen lässt. Aber eigentlich muss ich halt erst seine militärischen Einheiten ausschalten. Und ich würde gern Gleiches mit Gleichem vergelten. Das heißt, vielleicht mache ich auch einfach militärisch weiter. Sie bleibt eine militärische Stadt.
Weil's. Okay. Kann ich eh nichts machen aktuell. Außer jetzt natürlich dann gleich schön in den Stadtplaner gehen. Und mich darum kümmern, dass ich hier auch so ein paar Wasserfahrzeuge. Die muss ich auch erstmal planen. Ich muss mir jetzt erstmal ein Wasserfahrzeug aussuchen. Das mache ich jetzt mal. Und zwar auch ein schön aggressives. So, was haben wir denn hier? Gehen wir schnell in die Sporpedia. Was könnte mir so anbieten? Das Papierschiff, das klingt gut. Wir nehmen das Papierschiff, Leute. Ich wollte schon immer mit einem Papierschiff. Das mächtige Papierschiff, Alter, das ist ein Ding. Damit konnte ich die Leute attackieren. Es wird was langsam. Ich sag's euch. Jetzt wird's was. Und dann muss ich ja eigentlich auch erstmal die andere Stadt da oben noch erobern. Wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, die mache ich echt als letztes, weil ich habe so wenig Bock auf diese Triefer-Kreatur hier. Wird die eigentlich nur, die verliert nur Leben, wenn ich wirklich hier bin. Dann schaue ich jetzt erstmal beim Sterben zu. Die Genugtuung gönne ich mir jetzt erstmal. So, erstmal zugucken, wie diese Triefer-Kreatur hier vom Feind besiegt wird und dann danach den Feind besiegen. Der hat zwar unten schon wieder irgendeinen Angriff plant, aber ich will da jetzt trotzdem zuschauen. Sekunde, ist jetzt gleich vorbei. So. Fall herunter. Ganz toll, ganz großartig. Haben wir das Problem schon mal nicht mehr, dann können wir da wirklich gleich rangehen. So, ich kann ja dann jetzt auch mal einfach mit meinen Wasserfahrzeugen hier kontern. Mal gucken, wie viel Freude das denen macht. Wenn sie jetzt auch aus dem Wasser raus angegriffen werden. Scheint denen irgendwie gar nicht so Spaß zu bereiten. Ich weiß gar nicht warum. Mensch, das sieht ja richtig schlecht aktuell für den aus. Mensch, Leute, das ist ja ein richtiges Gemetzel hier. Ich bin voll konzentriert übrigens. Ich bin voll im Tunnel. Ich realisiere gar nicht, dass ich ein Video aufnehme. Ich will einfach nur diesen blauen Typen hier platt machen. Seit zwei Videos. Jetzt guck mal, wie schön das hier jetzt klappt. Er kriegt jetzt wirklich komplett seine eigene Medizin zu snacken. Guck mal, da steht auch alles, weswegen Blau sauer auf uns ist. Ich bin eine militärische Nation, meine Nation ist zu groß, meine Grenzen sind zu eng, ich bin eine Bedrohung, ich habe sie angegriffen. Rot ist da noch entspannter. Also von den Wasserfahrzeugen, da bin ich wirklich überzeugt. Noch mehr als von den Flugzeugen. Die stehen da einfach rum und feuern, was das Zeug hält. Eigentlich könnte ich fast mit meinen ganzen Landeinheiten gleichzeitig schon mal auf die Stadt gehen, weil er hat ja eh nichts mehr, was er mir aktuell entgegenwerfen kann. Das mache ich jetzt einfach mal. Hier so zur Sicherheit einfach noch so aus Spaß an der Freude nochmal so einen neuen Turm hin. Ich hab's ja auch inzwischen. Es funktioniert ja, was die Wirtschaft angeht, auch sehr gut. Und er wird gerade nicht viel Zeit haben, irgendwas nachzuproduzieren. Weil ich ja hier schon seine komplette Veranstaltung wieder aufreibe. Und dann mache ich mir jetzt gleich an die Stadt hier noch. Die gehört mir ja eh eigentlich. Das ist ja nur Eigentumsrücknahme. Oh, fühlt sich das gut an. Boys. Man, Girls. Oh, wie schön das aussieht mit diesem Balken. Die Menschenmassen in Panik. Es sind eigentlich keine Menschen, das sind alienartige Wesen. Nur gibt es den Begriff alienartige Massen nicht. So, die nächste Stadt. Schöne Palmen, schöne Blumen habt ihr da auch. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, meine Städte dekorieren, wenn ich da Lust drauf hätte. Muss man halt nur nicht. Toll. Auch eine militärische Stadt, auch mit militärischen Mitteln. Und dann wird die jetzt direkt auch schön produktiv gemacht. Das hier ist keine Ahnung was, das war wohl mal vielleicht irgendwann irgendwo ein Haus. Die Boote, das ist die mal rocken werden. Wer hätte denn damit gerechnet? So, die kommen wieder hier hin. Und Blau kriegt direkt auf die Klöten. Naja gut, hier haben sie jetzt noch ein bisschen stärkere Verteidigung. Zumindest sieht es so aus. Aber ich kann ja gleich nachlegen. Und hier soll ich auch gleich nachlegen. Weil da kommt er natürlich auch gleich ran. Das ist ja seine super tolle alte Hood. Da wird er keinen Bock drauf haben, dass ich die einnehme. Oh, guck mal, jetzt wird zum Beispiel, jetzt ist Rot hier schon so ein bisschen skeptischer. Und da muss ich halt jetzt direkt schon mal sagen, ey, ihr kriegst mal wieder ein bisschen Geschenke. Und dann wird er schon wieder ein bisschen fröhlicher, weil er sich über meine großzügigen Geschenke freut. Aber sonst wird der so zu skeptisch und greift mich einfach auch noch gleich an, weil ich hier gerade so viel platt mache. Obwohl das ja eigentlich auch sein Feind ist, die blaue Nation. Trotzdem, muss man aufpassen. Oh! Ach so! Rot fängt an, die da zu bekehren. Rot ist eine religiöse
Dingsterbums da. Dann werden die auch nicht sonderlich viel militärisch entgegenzusetzen haben. Und hier sehen Sie, meine Damen und Herren, wie ich langsam die letzte meiner Städte, die mir damals von der blauen Nation, man könnte fast von der Feuernation sprechen, obwohl sie nicht die gleiche Farbe haben, wie sie mich damals eingenommen haben. So, es kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Das ist eine reine Karma-Sache hier zwischen uns. Hätte er mich nicht angegriffen, hätte ich natürlich durchgehend friedfertig gespielt und nie irgendwas anderes eingenommen. Jetzt ist es halt vorbei. Und bald auch mit der Roten Nation, aber einfach nur, weil das ist ja das Spiel. Und das Spiel gibt mir das ja vor. Ich würde sowas nie tun. Ja, freut euch, ihr seid alle happy, das habt ihr ganz toll gemacht. Dreht euch im Kreis, nehmt die Farben der anderen an, salutiert, werdet eine kunterbunte, tolle Stadt voller Ruinen. Da würde ich wohnen wollen. Das sieht toll aus. Sie bleibt eine militärische Stadt. Ganz großartig. Und jetzt kann ich die hier direkt wieder nach meinen Maßstäben aufbauen. Aber ich habe Escape gedrückt. Das werde ich in der nächsten Folge und dann hoffentlich wirklich der letzten Folge der Zivilisationsphase machen. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte am Anfang dieser Spore-Session, die ich hier aufnehme, sogar keinen Bock mehr auf die Zivilisationsphase und wollte gleich in die Weltraumphase. Habe ich ja auch erwähnt in der letzten Folge. Aber jetzt gerade macht die irgendwie ziemlich Spaß. Es ist ziemlich spannend, was da alles abgeht und dass wir jetzt wirklich langsam den kompletten Planet hier einnehmen können und dass das dann auch sicher, wenn ich nicht groß Scheiße baue, in der nächsten Folge passieren wird. Das ist doch eine spannende Nummer, ey. Und deswegen macht euch Popcorn und wartet auf die nächste Folge Spore. Bald auch auf ARD und ZDF. Ohne Witz.